Jetzt wird es langsam ernst. In wenigen Minuten geht es los mit dem österreichischen Traber-Derby. Bei mir ist der Präsident des Wiener Traberin-Vereins, Peter Trutzler. Herr Präsident, das Derby wieder zum normalen Zeitpunkt, eigentlich im Vorjahr, musste man in den Herbst ausweichen. Wie froh sind Sie, dass das alles jetzt so glatt wieder stattfinden kann, vor Publikum auch? Ja, wir sind sehr froh natürlich, weil Trabersport ohne Publikum ist ganz einfach nichts. Es war wichtig, dass unsere Aktiven hier ihre Pferde weiter starten konnten, dass sie Preisgelder verdienen konnten. Für den Verein natürlich eine ganz schwierige Situation. Und umso schöner ist es, dass es jetzt zum Derby gelungen ist, mit Publikum zu veranstalten, zum regulären Termin und auch im Freien ohne Masken an einem Tag wie diesen sicher für die Menschen auch sehr angenehm. Kommen wir zum Sportlichen. Wir werden ein Duell sehen, Bayern gegen Österreich. Kann man das sagen, ist das ein kleiner Länderkampf jetzt? Ja, das hat sich so herausgestellt. Das Interessante ist ja, dass natürlich die beiden favorisierten Pferde wirklich voll im bayerischen Besitz, Training und auch Fahrership stehen, während natürlich der Herausforderer zwar im österreichischen Besitz steht, auch in Österreich trainiert wird, aber von einem bayerischen Fahrer, gebürtigen Bayern, gefahren wird, der aber seinen Lebensmittelpunkt jetzt in Österreich hat. Also sicher spannend, aber nichtsdestotrotz, das sind alles österreichisch gezogene Pferde und das ist für uns ja das Entscheidende. Das Derby ist ein Zuchtrennen für österreichische Pferde und so gesehen wird auch das beste Pferd hier gewinnen. Und dann schauen wir uns doch gleich die Favoriten an. Es hat ja schon mehrere Tests gegeben für dieses Derby und das letzte Testrennen, das wollen wir Ihnen jetzt noch kurz zeigen. Michi, bitte. Vor exakt 14 Tagen wird in der Kreau hier über die Derby-Distanz diese letzte klassische Vorprüfung gelaufen. Vorne kontrolliert mit der Programmnummer 6 schon Hecke im Heck, der langsam ins Rennen gebracht wurde. Das Feld. Dahinter postieren sich die Gegner noch zu einem letzten Angriff. Innen versucht es einmal Hubert Brandstätter mit Lido, der kommt allerdings nicht durch. Außen Hofburg mit Franz Kohnlechner, der versucht nochmals nach vorne zu kommen, aber gut bei Kräften noch und gut kontrolliert von seinem Fahrer Josef Sparber, gewinnt hier ungefährdet Heckemeck diese letzte Vorprüfung in 1,16,6 vor Hofburg und Spane Dohano. Ja, und bei mir ist jetzt der Fahrer des Top-Favoriten, Heck am Eck heißt er, und Christoph Schwarz wird ihn als Catch-Driver heute pilotieren. Herr Schwarz, wie groß ist Ihre Favoritenrolle, die Sie da auszufüllen haben? Ja, die Favoritenrolle ist heute sehr groß, hat sie in eine fantastische Form gelaufen, ist im Jahrgang immer vorne 1-2 gewesen und ist heuer besser aus den Startlöchern gekommen als wie sein Boxennachbar und somit der Favorit. Wenn ich so die Kilometerzeiten anschaue, 1,16, jetzt dreimal hintereinander bei den drei Siegen, das ist schon imposant. Was sind die Qualitäten des Pferdes? Er bringt eigentlich alles mit. Also er hat eine unheimliche Schnelligkeit, Grundschnelligkeit, er ist am Start schnell, er ist unkompliziert zum Fahren. Er geht aus jeder Lage und wie gesagt, ja, ein optimales Top-Pferd zu fahren. Ein Pferd, das einen bayerischen Besitz hat, aber einen Salzburger Fahrer. Sie sind aber jetzt auch in Bayern. Also es ist ein bisschen zwei Herzen in Ihrer Brust, oder? Bayern gegen Österreich. Wer gewinnt das Derby heute? Ich hoffe, dass Sie gewinnen. Nationalität ist dann, spielt jetzt nicht die große Rolle. Matthias Schambeck ist mit Mon Amour Venus einer der Mitfavoriten im Derby. Herr Schambeck, heute diese extreme Hitze. Wie gehen Sie denn damit um? Für mich ist es jetzt weniger ein Problem, weil ich viel trinke und alles, aber fürs Pferd ist es natürlich schon eine extreme Belastung heute. Und es ist, wie man so schön sagt, es ist kein Stutenwetter. Aber sie geht damit, muss ich sagen, relativ gut damit um. Und ich habe sie jetzt immer ein bisschen in der Wärme trainiert und so, dass sie sich ein bisschen dran gewöhnen kann. Aber ja. Wie sehen Sie Ihre Chancen, Ihre Siegchancen? Siegchancen sind durchaus da. Aber dazu braucht es ein gutes Rennen und so. Für mich ist der Favorit der Heckemeck und Jack is back. Und dahinter sehe ich sie mir. Sie sind Bayer, wie man hört, aber ja. Sie sind in Kirchberg in Tirol zu Hause. Heute schon um 7 Uhr in der Früh weggefahren. Wie siehst du dieses Duell jetzt Österreich gegen Bayern? Wer wird sich da durchsetzen im österreichischen Derby? Ha, wie sage ich das jetzt? Ich hoffe, dass das österreichische Pferd mit dem bayerischen Fahrer durchsetzt, sagen wir es einmal so. Dankeschön, Matthias Schambeck war das. Er zieht sich um, macht sich dann bereit für die Fahrerparade und dann geht's los mit dem österreichischen Traber-Derby, das jetzt kommentiert wird, live von Michael Berger. Viel Spaß.
Na, da haben wir schon viele interessante Dinge hinter den Kulissen erfahren über dieses blau-weiß-rot-weiße Duell um Derby Lorbeer im 136. österreichischen Traber-Derby hier in der Wiener Kreau. Es ist der absolute Höhepunkt der ersten Saisonhälfte und wir werfen schon mal einen Blick hier auf die Gespanne. Jack is back mit der Nummer 1, ist kurz schon an den Tribünen vorbeigezogen. Mit der Nummer 2 ist das Susi KP gefahren vom Wiener Martin Redl. Das Pferd ist im Frühjahr noch stark gewachsen, daher sind die Formen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber der Trainer spricht von letzten guten, schnellen Arbeiten und hat ja auch schon mal das Derby gewonnen mit HP Smack 2014. Da datiert auch der Rennrekord von 1:15:2. Mit der 3 Power Uno, ganz interessanter Fahrer, der 64-jährige Globetrotter im Trabrennsport, sitzt im Sulky. Jos Verbeek aus Belgien, Sieger von über 4000 Rennern weltweit. Ein Blick auf die 4. Das ist Mon Amour Venus, haben wir schon gehört, aus dem Stall Rösselwirt in Kirchberg. Matthias Schambeck trainiert das Pferd, das man zweijährig gekauft hat. Und es ist eine Stute, die den Besitzern sehr ans Herz gewachsen ist. Da ist der Heck im Eck, der, wie wir gesehen haben, im Versuchsrennen so eine starke Vorstellung gegeben hat. Christoph Schwarz sitzt heute erstmals hinter dem vierjährigen braunen Hengst. Mit 1:14,6 hat er die absolut schnellste Rennrekordzeit, ist das zweitgewinnreichste Pferd im Feld mit 35.000 Euro Gewinnsumme. Samuel, ein Außenseiter, gefahren von Wolfgang Ruth, auch hier schon Derby-Sieger, zweimal 2001 mit der Superstute Supermind und 2020 zuletzt. Es gab auch ein paar Probleme mit den Zähnen. Da ging das Pferd zuletzt nur stark an einem Zügel. Mittlerweile hat man da kleine Korrekturen vorgenommen, einen Spezialisten herangeholt, das Gebiss wieder in Ordnung. Und Samuel sollte heute nicht so einseitig am Zügel laufen. Wolfgang Ruth, der lange in Italien gearbeitet hat, wieder zurück in Österreich als Trainer und auch als gefragter Fahrer. Mit der 7 dann eine von insgesamt 5 Stuten. Delta Venus, gefahren vom Besitzer Thomas Reuer. Der ist Amateur, kommt aus Ramsau am Dachstein. Besitzer Stall Rösselhof, er selbst einer, der im Amateursport schon große Meriten verdient hat, Thomas Reuer. Dann Spane Dohano, ganz lustiger Name, in den Händen von Rekordchampion Gerhard Meyer, der 2007 und 2017 das Derby bereits gewinnen konnte. Der Name setzt sich aus den ersten Buchstaben der Vater- und Mutterlinie zusammen. Auch er schon ein erfahrener Mann mit über 3500 Siegen, 61 Jahre alt, nimmer müde, führt auch das aktuelle Championat überlegen an. Mit der neuen Hofburg, das erste Pferd, das aus der zweiten Startreihe ins Rennen gehen wird, gefahren vom Niederösterreicher Franz Kohnlechner. 3 Siege bisher auf dem Konto der braunen Stute. Ein Niederösterreicher, auch ein routinierter Mann im Sulky, allerdings noch ohne Derby-Sieg. Und dann haben wir noch ein Gespann, das wir Ihnen vorstellen werden. Das haben wir schon im Derby-Vorlauf gesehen. Prominent an der zweiten Position laufend, allerdings wegen einem Schlenker zurückgesetzt auf Platz 5, Lido. Einer von 3 Wallachen im Rennen, gefahren von Hubert Brandstätter, dem Österreicher, der Oberösterreicher, pardon, der auch schon mal Champion war. Heuer auch schon auf 25 Rennsiege gebracht hat. Es ist eine ganz, ganz interessante Aufteilung hier im Feld. Keines der 10 Gespanne ist wirklich zum krassen Außenseiter zu zählen. Alle haben sich diesen Start im Derby verdient, auch mit guten Leistungen. Die Jahrgangsrennen haben gezeigt, wer da natürlich immer die Nase vorn hatte. Jack is back, der Dreijährige, der Primus war, ein bisschen gesundheitliche Probleme begonnen hat im Frühjahr. Und so weiß man nicht genau, was das zweite Pferd aus dem Stall Gesever und Josef Holzapfel aus Bayern eben kann. Vielleicht ist es nur Für- und Zugpferd für Heck im Eck, den großen Favoriten. Trainiert von
Josef Sparber und Robert Krammüller, ein Tiroler, der lang in Bayern stationiert ist. Die haben der Rennbahn jetzt viele Pferde in München-Dagelfing zum Training sehr erfolgreich gefahren wurde. Heck im Eck in erster Linie von Sparber selbst und auch von Thorsten Tietz. Das ist sein erster Mann als Fahrer. Der ist aber heute in Berlin im Einsatz. Der hat einen chancenreichen Starter für das deutsche Derby absolviert, dort ein prominentes Vorbereitungsrennen und man überlässt hier dem talentierten Christoph Schwarzer Salzburg die Zügel. Sind die letzten Aufwärm-Hits, die Spritzer sozusagen, wie man das in der Fachsprache nennt, noch einmal wird über eine kurze Distanz Tempo aufgenommen. Einmal so eine kurze Startphase, ja, simuliert. Oh, da wackelt Hofburg doch ein wenig die Stute, geht dann nicht ganz sauber und so fast mal Franz Kohn-Lechner auch kräftig in die Zügel. Das ist Thomas Reuer mit Delta Venus. Ja, welche Taktik kann man sich erwarten? Man weiß, Heckemeck mit der Startnummer 5 kann recht gut beginnen. Susi KP, die doch gute Chancen hat mit der 2, ist da etwas langsamer, aber alles blickt natürlich nach innen auf die 1, Jackie Speck, der kann schon mal recht schnell hinter dem Auto antreten. Aber dann ist es ein langer Weg, 2600 Meter bei der Hitze, da wird man auch ein bisschen schauen, was macht die Konkurrenz, was machen die Gegner? Muss man sich hier erst einreihen, warten mit der entscheidenden Attacke bis ins letzte Drittel? Also das sind alles so ein bisschen Imponderabilien, mit denen die Fahrer zwar kalkulieren, aber dann letztendlich aus dem Bauch heraus entscheiden müssen, was mache ich. Power Uno, das einzig sieglose Pferd im Feld noch, aber da kann Jos Verbeek, der Hexer, wie man ihn so oft genannt hat, der vierfache Sieger des berühmtesten Trabrennens in Europa, des Prix d'Amérique, Sieger auf allen großen Rennbahnen, sicherlich vielleicht das Seine dazu tun, dass Power Uno ganz weit vorne landet im Feld. Das ist Jackie Speck, schön hergerichtet mit den weißen Gamaschen. Erich Kubes, der Wiener, auch schon fast zum Urgestein der Trabrennfahrer zu zählen, sitzt im Sulki. In wenigen Augenblicken geht es also los mit dem 136. österreichischen Traber-Derby, das mit 50.000 Euro dotiert ist. Zwei Hengste, 5 Stuten und 3 Wallache stellen sich hier dem Startauto und kämpfen um das begehrte blaue Band, das natürlich für die Zucht eine gewisse Rolle spielt, aber man nimmt ja auch den Siegerscheck von 25.000 Euro gern mit und weiß dann, in welche Kategorie sich das Pferd in den nächsten Monaten bewegen wird. Heute eine echte Standortbestimmung und ein Härtetest bei dieser Affenhitze, verzeihen Sie, wenn ich das sage, aber es ist wahrlich mit 36 Grad jetzt auch noch am Abend in der Kreau brennheiß. Seit 2013 geht das Derby über die Distanz von 2600 Meter. Davor fuhr man ja, 14 Jahre lang über die kurze Distanz von 2300 Meter und die längste Zeit war es ein Mammutrennen über 2800 Meter. 10 Gespanne nehmen Aufstellung, 8 Pferde aus der ersten Reihe, innen Jackie Speck, daneben Susi KP, dann Power Uno, Mon Amour Venus daneben, Heckemeck, der Favorit mit der 5, 6 Samuel, 7 Delta Venus und 8 Spane Dohano und in der zweiten Reihe 9 Hofburg, 10 Lido, das ist die Startaufstellung und jetzt geht's los, jetzt beginnt die Jagd nach dem Traber Derby 2021. Heckemeck außen kämpft um die Führung daneben. Mon Amour Venus hält dagegen. Und hier nimmt mal Christoph Schwarz ein bisschen zurück und lässt den Konkurrenten hier. Lässt Matthias Schambeck die erste Position. Der sieht recht frisch aus und der forciert auch gleich mal das Tempo hinter den ersten beiden Pferden. Klafft eine große Lücke, die versucht jetzt einmal
Gerd Meyer mit Spane Duhano zu schließen. Gelingt ihm auch und er legt sich in eine gute Innenposition. Hinter ihm dann Jos Verbeck mit Power Uno. Das Feld jetzt mal aufgefädelt, fast im Gänsemarsch. In zwei Gruppen oder drei Gruppen unterteilt. Wir sind mal 600 Meter hier absolviert in der Wiener Kreau im Sandoval neben dem großen Ernst-Happel-Stadion. Vorne halten die beiden das Tempo hoch, also da sorgt mal Mon Amour Venus für die Pace. Dahinter versteckt sich Heck im Heck. Das ist ein guter Plan. Hier spart man Kräfte im Windschatten des Gegners. Die beiden setzen sich mehr und mehr vom Drittplatzierten ab vor Spane Duhano mit Gerhard Meyer und dahinter Jos Verbeck, der hält Power Uno sehr, sehr gut im Rennen. Was macht die Gruppe der dahinterliegenden sechs Pferde? Die ist noch abwartend unterwegs, sie in zweier Reihe gereiht. Es geht in den Messebogen, dort wo die vielen Neubauten, Wohnungen und Firmensitze gebaut wurden. Das Viertel 2 ist ein attraktiver Wohnort geworden. Die Wiener Kreau, gefragt bei der Jugend hier, ist es richtig, in eine Wohnung zu haben. Es geht das zweite Mal vorbei an den Tribünen und dann sind, wenn die Pferde beim Richterturm vorbeikommen, nur noch 1000 Meter zurückzulegen. So langsam blickt man sich um. Vorne bei den ersten beiden kommt da von hinten schon mal eine Attacke. Susi KP von Martin Redl mal an Position 4 gesteuert, legt sich neben Svane Duhano mit Gerhard Meyer zurecht. Vorne weiterhin. Mon Amour Venus, Matthias Schampeck. Scheint er einen Startziel-Sieg feiern zu können? Wann macht Heck im Heck flott? Das sind alles Fragen, die jetzt Antworten bringen. So kommt jetzt Heck im Heck schnell aus dem Windschatten raus und überläuft fliegend leicht mal Mon Amour Venus. Die scheint schon mal geschlagen zu sein. Matthias Schampeck. Dahinter kämpft Spane Duhano. Hält Rang 3. Vorne ist Heck im Heck. Mal deutlich mit zwei, drei Längen schon in Führung. Matthias Schampeck muss jetzt Mon Amour Venus aufheitern, damit sie bei Laune, bei Kräften bleibt. Vorne sieht es nach einem überlegenen Sieg des Favoriten Heck im Eck aus. Jetzt ist Svane Duhano, Gerhard Meyer an Position 2 gegangen. Lido mit Hubert Brandstätter kommt außen in dritter Spur. Es wird nur noch ein Kampf um die Plätze 2, 3, 4 und 5 hinten werden. Vorne geht der Derby-Sieg überlegen an Heck im Heck, an Christoph Schwarz, an Blau-Weiß, an Bayern mit der rot-weißen Zubuße des Fahrers aus Salzburg, Christoph Schwarz. Und dann rettet sich Svane Duhano. Auf Position 2 Gerhard Meyer nach einem sehr, sehr überlegten Rennen, wo viel Kräfte gespart wurden. Das hat er ganz routiniert gemacht, aber vorne, das war eine tolle Vorstellung von Heck im Heck. Der Hengst aus der Stute Devonna und vom Zuchthengst Odessa Santana abspannend gibt dieser Linie einen zusätzlichen Pluspunkt. Was die erfolgreichen Nachkommen betrifft. Und so früh hat man schon lange keinen Derby-Sieger mehr jubeln gesehen. Christoph Schwarz hat alles richtig gemacht. Hat sich hinter Mon Amour Venus gelegt und das Rennen aus der Defensive heraus mit einer schnellen Attacke so gut 600 Meter vor dem Ziel dann für sich entschieden. Auf Rang 3, meine ich, ist Susi KP angekommen, die jetzt klar gezeigt hat, dass sie eine tolle Stute ist, die beste Stute im Feld, was das heutige Ergebnis betrifft. Und dass man das Pferd wirklich recht gut nach dem Wachstum im Frühjahr an diese Prüfung herangeführt hat. So, auf den Plätzen 4, 5 und 6 finden sich die Pferde Hofburg, Lido und Mon Amour Venus mit Matthias Schampeck, also nur auf Position 6. Aber es war, nachdem er schon gesagt hat, es ist kein Stutenwetter, nicht wirklich eine enttäuschende Leistung. Lange hat er versucht, hier das Rennen offen zu halten. Am Ende ist es sich aber nicht ausgegangen für das Podium, wenngleich nur der Sieg wirklich etwas zählt in einem Rennen, das sich Derby nennt. Und wenn man schon die Zahl von 100
36 Auflagen sieht, dann weiß man, um welches traditionsreiche Sportereignis es sich dabei handelt. Nur das Galopper-Derby wurde noch öfter gelaufen. Da liegt man schon deutlich über 150 Ausgaben der Rennen um das blaue Band für die Galopper. Schöne Impressionen von einem Rennen, das wie erwartet nicht allzu viel Positionskämpfe während der ersten 1600, 1800 Meter gebracht hat, weil eben ja, die Bedingungen zu fordernd sind für die Fahrer und natürlich in erster Linie auch für die Pferde. Und schauen Sie sich mal, der gewinnt ja mit Weile. Das ist ein Riesenvorsprung für Christoph Schwarz, der seinen ersten Derby-Sieg feiert. Der Stall Geswehr und Holzapfel, pardon, und Richard Grammüller. Und dann könnten wir vielleicht beim Interview mal auch erfahren, was hinter dem Namen Heck im Eck steckt. Wie kann man ein Pferd so nennen? Werden sich die Besitzer sicherlich einiges gedacht haben. Und auch Peter Brunner wird einiges an Neugier mitbringen und da wohl nachfragen. Ganz interessant. Leichtes Spiel hier also für Christoph Schwarz beim 136. Traber-Derby. Da gibt es 25.000 Euro Dotation für den Sieger. Die streift der Besitzer ein. Der Trainer bekommt fixe Prozente. Das sind 3.750 Euro davon. Und natürlich fällt auch dann für Christoph Schwarz ein schöner Scheck noch ab für den Mann, der heute das erste Mal im Salki von Heck im Eck gesessen ist und diese Premiere erfolgreich absolviert hat. Gratulation, das Pferd auf dem Punkt, bestmöglich vorbereitet. Es war jetzt schon der, ja, wenn man zweijährig dazu zählt von Heck im Eck, ist das Pferd von der Rennleitung bestätigt und klar, wie zuvor angegeben, 5-8-2. Bei 11 Starts, 3 Siegen und 8 Mal platziert auf 2 und 3. Also nie schlechter als Dritter. Das sind schon tolle Maßstäbe, die dieses Pferd gestellt hat. Gut vorbereitet und Josef Schwaber wird sich sicherlich einiges schon ausrechnen in Zukunft, wohin man denn tendiert im Ausland. Kann sicher sein, dass man da in die hochdotierten Rennen im Herbst hinein schon mal Richtung Italien, Frankreich schielt. Oder in Deutschland bleibt, wo die Dotationen schon höher sind als in Österreich. Ja, das Management ist dann sehr wichtig, aber der Derby-Sieg, der bringt viel Ehre und ist inside the ropes, wenn man das so will, im Trabrennsport etwas, womit man sich natürlich gerne dekoriert. Und so hat auch Christoph Schwarz mal als Fahrer seinen ersten Derby-Sieg hier in Österreich gefeiert. Gratulation. Dann gespannt, welche Kilometerzeit am Ende rausgekommen ist für den Sieger. Wie gesagt, Rekord 1,14,6. Blick auf die neu kreierten schmucken Pokale und dann gibt es jede Menge Entourage hier von den Besitzern, Trainern und all jene, die hier in diesem großen Team mitarbeiten. Fährt man gern heim nach München, wenn man sich den Derby-Sieg in Österreich geholt hat. Ja, und ich denke, wir können dann auch schon mal reinhören, was wir denn so aus der Ecke der Besitzer zu hören bekommen, die natürlich freudestrahlend da schon warten, bis ihr Heckemeck, der in der Gunst natürlich heute nochmals gestiegen ist, zurückkommt. Ja, die Jubelszenen, die Euphorie natürlich groß. Und wir hoffen, dass wir jetzt gleich mal eine Stellungnahme hören. Bitte, Peter, du bist dran. Ja, bei mir natürlich großer Jubel in der Familie Grammüller. Alle gekommen, das Enkel gratuliert jetzt natürlich als erstes. Und der Robert Grammüller ist natürlich der Senior im Stall. Derby-Sieg hier, ein souveränes Rennen, was sagen Sie? Ja, erstmal klasse. Ich habe das von dem Pferd ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Und auf den Derby-Sieg warte ich immerhin schon 50 Jahre. Und jetzt ist es Zeit geworden, weil sonst hätte ich es nicht mehr erlebt. Es ist eine unglaubliche Hitzeschlacht heute gewesen. Ja, hat das Pferd das auch alles gut verkraftet? Ich glaube, um 4 Uhr früh sind Sie weggefahren im Stall, ja, in Bayern. Ja,
Aber der ist es gewohnt, weil der ist sonst über Nacht auf der Weide. Und daher hat der da keine Probleme und zum Reisen sowieso nicht. Das ist ein ganz angenehmes Pferd. Das ist ein durch und durch Charakterpferd. Das Tempo hat überrascht. Eigentlich in einer halben Runde mit einem enorm hohen Anfangstempo haben Sie alle Gegner eigentlich schon besiegt. Jetzt 1,16, dreimal hintereinander. Warum ist er so schnell? Ja, mein, der hat eine riesige, beste deutsche Zuchtlinie, was der hat. Gepaart mit einem deutschen Spitzenhengst. Was, da kann man eigentlich nicht mehr viel verkehrt machen. Und wir haben die Brüder auch noch dazu. Eins müssen wir uns noch aufklären, Heck im Eck. Es ist ja ein ganz ungewöhnlicher Name. Wie kam es dazu? Ja, da muss ich jetzt ein Geheimnis ausplaudern. Der Züchter, der Ortsteil, in dem der wohnt oder dem der gehört, kann man sagen, der heißt Eck. Jetzt ist in seinen Zuchtprodukten, muss immer das Eck mit erscheinen. Da der Sohn, der Markus, Mitzüchter ist, steht das M für Markus. Und Heckmeck ist doch eigentlich ein toller Name. Und Sie haben auch noch, glaube ich, Mac and Rose und so andere Ecken auch Mac noch im Mecken. Ne? Und McDonald's jetzt. Super. Und jetzt kommt er zur Siegerehrung. Dankeschön. Feiern Sie und wir wollen natürlich die Siegerehrung auch noch mitnehmen. Vielen Danke. Ja, das ist natürlich schön, ein großer Bahnhof. Das erlebt man nicht alle Tage unter dem Triumphbogen. Auch da zeigt das Pferd durchaus keinerlei Scheu. Mein Nächster aufgebaut hat hier, schön geschmückt hat. Für den Derby-Sieger 2021, der ein würdiger ist, das muss man sagen, Heck im Eck. Toll vorbereitet von Josef Sparber und wir haben gehört, 5 Jahrzehnte wartet Herr Grammüller schon auf einen Derby-Sieg und just heute am 20. Juni 2021 gelingt ihm der. Den Tag wird er sich im Kalender rot einrahmen. Christoph Schwarz bekommt mal den Pokal für den erfolgreichen Fahrer. Dann gibt es noch einen dieser neu gestalteten, sehr schlicht wirkenden Pokale für den Besitzer und für den Züchter. Vom Präsidenten des Wiener Trabrennvereines und vom Chef der heimischen Rennsportzucht, was die Traber betrifft. Und Peter Trutzler übergeben und dann Bühne frei für jede Menge Fotos, die jetzt geschossen werden, die bald in den Erinnerungsbüchern Platz finden und ja, die jetzt mal schnell auch gepostet, geschickt werden. Da haben wir noch einen abschließenden Blick auf den Derby-Sieger 2021. Heck im Eck mit Christoph Schwarz. Es war ein tolles Rennen. Es war ein Sieg des Favoriten, aber einer, der eindrucksvoller hätte nicht sein können. Die Kreau macht jetzt Pause. Am 4. Juli geht es mit den Sommertrabrennern in Baden weiter. Und am 17. Oktober gibt es den nächsten Höhepunkt, das Graf Karlmann Hunyadi Memorial hier in der Wiener Kreau. Auch davon wollen wir Sie vollständig informieren, planen eine Live-Übertragung. Aber jetzt mal mit dem Blick auf den Derby-Sieger, auf Heck im Eck und auf den siegreichen Fahrer hat Peter Brunner dann das Schlusswort. Bitte. Ja, bei mir ist Christoph Schwarz. Christoph, das war wie im Formel-1-Schau, würde man sagen, eine Rakete. Sie sind ja so weggedüst. Wie leicht war es heute hier, dieses Derby zu gewinnen? Ja, im Nachhinein war es sehr, sehr einfach. Wie gesagt, das Rennen ist idealer, kann man es gar nicht serviert bekommen. Das ist vorneweg sehr zügig waren. Ich habe alles hinten sparen können. 750 Meter vom Ziel rausgenommen und dann eigentlich ja, das Blatt zu unseren Gunsten gewendet und eigentlich überlegen. Das Pferd hat Riesenpotenzial gezeigt. Was sind denn so die Ziele auch von der Besitzerfamilie? Wir haben ja schon gesprochen. Was habt ihr vor mit ihm? Ja, man muss natürlich die Entwicklung weiter absehen. Also wie gesagt, das Vierjährige hat mit Sicherheit noch das ein oder andere Zuchttraining hier in Österreich. Und ich denke auch, er ist auch gut genug, dass er vierjährig vielleicht auch ein bisschen was in Europa mitmischen kann. Da werden wir noch Freude haben mit ihm. Dankeschön. Christoph Danke. Schwarz, ein Österreicher auf einem bayerischen Pferd, gewinnt also hier dieses österreichische Traber-Derby bei brütender Hitze. Das war unsere Live-Übertragung. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Danke.